Mein Kopf ist halt immer abgeschnitten, ja. Ja, du hast dich vorhin auch so hingesetzt, als ich das eingestellt habe. Dann musst du jetzt auch buckelig sitzen. Oder? Nein, ich sitze nicht buckelig. Dann sitze ich mich so hin. So. Würde ich auch gerne filmen eigentlich. Ich hoffe, wir sind scharf. Ich weiß es jetzt nicht. Warum weißt du das nicht? Siehst doch, wir sind scharf. Nee, ich weiß es nicht, ob wir da jetzt scharf sind. Naja, wir werden sehen. Wo scharf? Naja, da. Wieso siehst du es nicht? Na, weil ich jetzt die Karte sind, erst meinen Laptop machen müsste. Ach so. Und dann gucken, das ist mir zu blöd. Wir haben aber ganz andere Farben. Ich sehe total gelb aus und so Natur. Das liegt daran, dass ich kein Make-up drauf habe. Hallo zusammen und willkommen zu einem... Das Mikrofon fehlt. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr als oder am liebsten sehen würdet von uns. Und ihr habt euch eindeutig für die Kennenlern-Story, also für unsere Love-Story entschieden. Und das, ja, bekommt ihr jetzt, würde ich mal sagen. Viel gut, Spaß dabei. Dann übernehme ich gleich mal und erzähle das mal aus meiner Sicht. 2012 war es, genau. Als ich noch in Hamburg gespielt habe, habe ich mich entschlossen, mein Abitur nachzuholen und habe mich beim Abendlehrgang, also beim Abendgymnasium angemeldet. Gesagt, getan, bin dann natürlich zur ersten Unterrichtsstunde zu spät gekommen. Ja, damals war ich eben so und komm dann ins Klassenzimmer und dachte, wo setze ich mich denn hin? Links alles frei, rechts hinten eine sehr, sehr hübsche Dame. Dann dachte ich mir doch, dann war genau hinter der Dame war ein Platz frei und da quetsche ich mich jetzt hin. Gesagt, getan, hinten einquartiert und ja, und erstmal die nächsten 3 bis 4 Monate überhaupt kein Wort mit der Bella gesprochen. Ja, wir haben uns eigentlich unbewusst, muss ich sagen, echt einfach ignoriert, weil wir waren beide in der Zeit in einer Beziehung und ja, wir waren da, um unser Abendgymnasium zu machen, also um unser Abitur zu machen und nicht hier, um Leute kennenzulernen. Dann war es aber so, dass mein Sitznachbar irgendwann auch ganz dicke mit ihm war. Und ja, der hatte dann versucht, uns einfach irgendwie zu so einem Treffen zu überreden. Also die zwei haben sich natürlich die ganze Zeit schon getroffen. Und er hatte versucht, uns zu so einem Dreiergespann zu machen, mehr oder weniger. Nicht, weil er uns verkuppeln wollte, sondern einfach, damit wir eine schöne Zeit haben. Ja, dass man halt ja, so After-School-Drinks zu genau. sich nimmt, in verschiedenen Bars in Hamburg eben. Naja, und Bella ist natürlich auf überhaupt nichts angesprungen, ja, und irgendwann dachte ich, ja, da vor mir, die Dame riecht ja auch ganz gut, hat ein ganz tolles Parfum drauf, und dachte ich, Armani-Code. Ja, und dann, das Eis wollte aber nicht brechen, ich meine, es war eh nicht so schlimm, ich war in einer Beziehung, die Bella sowieso, und irgendwann machte ich mal einen blöden, völlig banalen Witz über unseren Kollegen und die Bella konnte sich die ganze Stunde nicht beruhigen. Ich bin ausgeflippt. Ich habe geheult vor Lachen. Ich bin wirklich ausgeflippt. So richtig dumme Witze. Manchmal, also aus der Situation heraus sind einfach die besten. Bringt auch überhaupt nichts, den jetzt nachzuerzählen, nee. Weil das überhaupt nicht kommen würde jetzt. Es ist eigentlich echt ein dummer Witz, aber der in dem Moment wie Arsch auf einmal gepasst hat, ja, und ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Mich hat es auseinandergefetzt, ehrlich. Ja, und dann hat man sich natürlich dann auch immer besser verstanden. Wir haben uns dann tatsächlich getroffen, zu dritt dann auch mal auf dem Drink und war aber alles völlig ungebunden und völlig entspannt. Und dann dachte ich irgendwann, ja, komm, ich mache mal eine Silvesterparty von 2012 auf 2013 und ich frag die Bälle auch mal, ob sie zu der kommen. Zeit waren wir übrigens dann beide auch schon wieder Single, ne? Damit hier genau. keine genau. Unklarheiten. Genau, und ja, Party organisiert, war super toll, für die Bella war die Party um 0.05 Uhr beendet. Also, hier, es könnte sein, dass ich vielleicht einen Ring zu viel genommen habe. Ja. 1 bis 12. Nichts gegessen, nichts gegessen und zu viel. Sehr wenig, ja. Ich hatte halt davor, muss ich sagen, echt so gut wie nie harten Alkohol getrunken, also keine Schnäpse meine ich damit, ich mag keine Schnäpse. Und zu Silvester ist Mimi dann halt die ganze Zeit mit so einem Tablett da rumgeeiert und hat halt Schnäpse verteilt. Ja, und ich war halt, sehr euphorisch, halt so ist. Ja, wirklich super euphorisch an diesem Tag. Ja, und um 0.05 Uhr war dann die Party vorbei. Und das Schlimme war, ich dann noch aus meiner Heimatstadt Göppingen nach Hamburg gehetzt, keine Zeit, mich vernünftig ja, zu rasieren oder vorzubereiten, sah aus wie ein übler Kalkeimer, hatte mich davor ja, noch... Super, da gibt's noch Bilder, das war wirklich... und ich dachte, ja gut, das wird sowieso nichts, fand die Bella dann auch wirklich toll. Naja, und dann hat sie sich eben um 12 Uhr, 0.05 Uhr verabschiedet und naja, keine Chance und ja, da fehlen dann noch einige... Sachen vor, das war auch ganz toll und drum und dran. Wir haben uns. Es könnte sein, dass ein paar unangenehme Dinge passiert sind für mich, no. weil ich eben leicht
leicht betrunken sein. Richtig, aber wir haben uns dann, beziehungsweise ich, mich sehr gut um die Bella gekümmert. Sie war am nächsten Tag, natürlich habe ich sie in mein Bett gelegt. Die Türe wurde abgeschlossen, da kam auch niemand anderer rein. Und am nächsten... Ich habe Silvester verpennt. Richtig. Und am nächsten Morgen war die Bella immer noch da. Ich wusste nicht, wo ich schlafen, habe mich aber wirklich ganz gentlemanlike neben sie gelegt. Und ja, und dann... War es dann eigentlich ein nahtloser Übergang? Du bist ja eigentlich gar nicht mehr ausgezogen. Ich bin die Frau gar nicht mehr losgeworden. Nee, er hat mich gezwungen, fast zu bleiben, wollen wir mal. Also, es war. Ja. Also, die Bella. Wir wollten es beide. War dann, glaube ich, am 7. Januar das erste Mal wieder zu Hause. Hat um Sachen zu holen. Ein paar Klamotten geholt und dann im Zuge dessen dann gleich direkt einen Schlüssel mitgenommen. War aber völlig, völlig entspannt, weil ich davor, man muss dazu sagen, es war ganz besonders, davor konnte ich mir niemals vorstellen, mit irgendjemand zusammen zu wohnen. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war dann. Also, dass man da ein großes Gesprächsthema hatte, ziehen wir zusammen, nicht pro und contra, das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Nee, das hatten wir überhaupt nicht. Also ich war echt, eigentlich ab Tag 1 bin ich da eingezogen, weil er auch, also ich wollte wirklich nur meine Sachen holen, dann hat er gesagt, ja, da vorne liegt übrigens dein Schlüssel, nimm den gleich mal mit und mach ihn an deinen Bund, sonst verlierst du ihn. Und ich so, okay, alles klar, hab ihn reingemacht und seitdem sind wir einfach nonstop zusammen. Das stimmt, das stimmt. Ja, seitdem wohnen wir auch zusammen, ja, also seit Tag 1, so kann man es auch mal machen, ne? Richtig, direkt meine Putzfrau gekündigt. Hat er ja Bella dann. Das hat er ehrlich gemacht, das ist ein Skandal. Nein, ich wollte es aber nicht, weil ich fand das unmöglich. Ja, du fandest es unmöglich. Ich fand das irgendwie eine Frechheit, dass er eine Putzfrau hat, wobei wir beide gesunde junge Menschen sind und genug Zeit haben. Ja, man haben muss dazu sagen, ich hatte halt einfach keinen Plan von irgendwas. Ja, das stimmt. Ich würde also sagen, ich dachte jetzt gerade, du willst jetzt sagen, ich hatte keine Zeit. Nein, ich hatte nur keinen Plan. Ja. Mittlerweile bin ich echt ein toller Hausmann. Ich kann Wäsche waschen, kann kochen. Ja? Du kannst. Ich kann. Ja, natürlich, ich koche auch. Hier, hallo, gerade eben, zack. Jetzt gerade hat er einen Salat gekocht. Das ist geschnippelt. Ja. Nein, das stimmt. Ja, und das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber die 6 Tage danach waren die schlimmsten meines Lebens, weil Bella, Achtung, Bella hat mich gezwungen. Also, Was heißt gezwungen? Ich habe ihn gefragt und er wollte in der Anfangsphase und so, ihr wisst, man geht ganz. Ich wollte mich nicht als Spieße ausgeben und wegen Ernährung und so. Und Bella, der hat ja ein Faible für Fast Food. McDonald's, genau, wirklich. Und ich... wirklich, ja. Also doch, das schmeckt toll. Aber es ist eben nicht so ideal von Profisportler. Und ich dachte, ja gut, okay, trainingsfrei. Ich lass mich mal gehen. Und immer mit der Bella hier. Wir sind halt dreimal am Tag. Also so wie ich es gewohnt war. Ich bei der Arbeit auch, da wird dreimal am Tag dann halt zu McDonald's gefahren. Und ich die Magenschmerzen meines Lebens bekommen, weil mein Magen rumort. Die ganze auf Toilette, und die Bella lehnt sich auf meine Brust und meinen Magen die ganze... Und dann ist es los. Ich hatte so Schmerzen, das habe ich ihr aber erst ein Jahr später erzählt, dass es so schlimm für mich war. Ja, seitdem gibt es sehr selten McDonald's. Also jedenfalls für ihn. Es gibt, ja, Cheat Day. Einmal die Woche ist meistens, also Sunday ist Fat Day, ja, absolut. Das ist, haben wir so geregelt. Ja, aber das war eigentlich im Grunde genommen unsere komplette Kinder-Story, oder? Mehr fällt mir jetzt auch gar nicht dazu ein. Nee. Also sonst wären wir wahrscheinlich auch... Hätten wir jetzt nie mal, also wären wir jetzt beide nicht in diesem Abendgymnasium gewesen, hätten wir uns niemals wahrscheinlich kennengelernt. Ja, und vor allem auch nicht die gleichen Kurse belegt. Man musste ja Schwerpunktfächer. Ich hatte auch Spanisch gewählt, sie auch. Wenn sie jetzt Französisch gehabt hätte, wäre sie in einer völlig anderen Klasse gewesen. Ich hätte sie niemals kennengelernt. Deshalb war eine sehr gute Entscheidung von mir. Das ist Abitur nachzuholen. Das ist auch ganz witzig, weil ich war ja schon ein Jahr davor da, weil ich hatte ja vorher nur Realschule und er hatte... ich durfte in der 12. dann du einsteigen. Du durftest, genau, wegen den besonderen Umständen und so weiter, Profisportler, bla bla bla. Und weil du halt auch irgendwie eine andere Schule schon vorher... Ja, ich war ja auf dem technischen Gymnasium. Genau. Und deswegen ist er ja direkt in der 12. Klasse eingestiegen und ich war ja in der 11. schon da. Also ich war ja schon ein Jahr da und er ist dann direkt in meine Klasse reingerutscht. Das ist halt echt ein... Mega Zufall, wirklich. Schicksal, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Weil mit Handball hatte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nichts am Hut vorher. Und ja, so wie jetzt eigentlich auch. Nur, dass ich halt durch dich das alles... Dass du Redi mittlerweile kennst. Ja. Also sie weiß... Ich gebe mir auf jeden Fall... Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann weißt du meistens irgendwas ist passiert. Entweder ein Tor oder ein Foul oder 2 Minuten. Ich schließe mich der Masse an und jubel oder fluche mit. Ja, das war's auch schon. Ja. Und dann, dann nahm das Ganze seinen Lauf und wir landen in Göppingen. Halbes Jahr später habe ich einen Vertrag in Göppingen unterschrieben. Zack, Bella, wollte eigentlich das Gespräch führen, ob sie mitkommt oder nicht. Na klar, ich habe meine Wohnung schon gekündigt. Also gab es gar keine Diskussion, völlig einfach. Also so muss es eigentlich laufen. Sehr, ja.
Ja, und seitdem ist es halt so, wie es ist. Ja, und das war unsere Kennenlernstory. Wir hoffen natürlich, dass alle Fragen geklärt sind. Und falls nicht, dann schreibt sie gerne nochmal in die Infobox, in die Kommentare. In die Infobox geht schlecht. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.